Hast du etwas herausgefunden? Ja, war gar nicht so einfach, unbemerkt in die Stadt zu gelangen. So wie es aussieht, wollen sie deinen alten Kumpel aufknüpfen. Allerdings warten sie noch auf den Pfarrer. Der soll ihm wohl noch die letzte Ölung verpassen. Muss jeden Augenblick hier auftauchen, der Bursche. Hm. Sonst noch was? Am anderen Ende der Stadt habe ich eine Kutsche gesehen. Der Aufschrift nach gehört sie diesem McCoy. Scheint, als wäre sie bis unter das Dach vollgestopft mit Chemikalien und Wunderheilmitteln. Der Wagen gäbe bestimmt ein hübsches Feuerwerk ab. Okay, hier ist mein Plan. Zuallererst müssen wir dem Pfarrer auflauern und ihn für einige Zeit ins Reich der Träume schicken. Und dann siehst du zu, dass du irgendwo ein Fass TNT auftreibst und die Kutsche hochjagst. Ich werde in der Zwischenzeit die allgemeine Verwirrung nutzen, um Doc zu befreien. Na schön, aber ist der Bursche den ganzen Aufwand auch wirklich wert? Glaub mir, er ist es. Und noch was. Halt unterwegs Ausschau nach ein paar Pferden. Schätze, wir werden später ganz schnell von hier verschwinden müssen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte, ich höre ein Pferd. Was wollen Sie? Ist das nicht der Amigo? Kann ich ihm nicht einfach eine Schlange vor das Pferd legen? Ey, leg die hin. So, dann haben wir das mit dem Pfarrer, glaube ich, schon erledigt, oder? Kann er eigentlich auch Leute tragen? Wieso kann er nur John Cooper Leute tragen? Weiter geht's. So, dann... Können wir hier in die Hütte? Wahrscheinlich, oder? Oh, na super. Ich darf nicht rennen. Wahrscheinlich durch die Klamotten, die wir haben, sind wir halt extrem laut. Kinderspiel. So, legen wir mal den Kompagnon hier ab. Das ist auch ein Gegner bestimmt, oder? Wie ist denn das hier eigentlich? So, wie funktioniert denn das? Wie löse ich denn das aus? Ah, okay. Mit der Leertaste. Oh, schnell. Okay. Gut. Dann schnell. Das war einfach. Weiter geht's. Angekommen. Scheiße. Weiter geht's. Schade. Hätten wir ihn vielleicht schon mal direkt umhauen können. Aber ich kann ihn ja mit der Spieluhr anlocken. Jetzt nicht mehr. Oh, what? Hä, was denn jetzt los? Okay, alle sind aufgebracht. Okay, alle sind sehr aufgebracht. Wo ist eigentlich das Pferd von dem Doktor hin? Okay, ist anscheinend in die Stadt geritten. Und keiner weiß wohin. Okay, jetzt hätte ich eine gute Chance, ihn hier auszusemmeln. Oh, da kommen die Nächsten. Ach du Scheiße. Was ist denn hier für eine Aufruhr?
So, können wir uns mal alle wieder beruhigen? Jetzt haben sich, glaube ich, die Leute alle wieder beruhigt. Da ist auf jeden Fall ein Sattel. Da ist noch ein Pferd. Also ich muss 3 Pferde besorgen. Okay, die haben sich anscheinend immer noch nicht beruhigt. So, wir können erstmal planen. Also wir müssen das TNT-Fass besorgen. Das haben wir hier. Dann müssen wir hier hinten hin. Da das Ding in die Luft jagen. Und da ist der Henkersplatz. Da sind wir noch deutlich zu viele Gegner. Na gut. Scheiße, kommt der Typ runter? Okay. Ist noch jemand? So, der schickt ihn bestimmt jetzt hier hin. Zieh dich mal da vorne um. Jetzt habe ich vergessen, ob mit Leertaste oder mit Dings. Mit Leertaste war es, ne? Okay, sehr gut. Hat dir reicht? Ich muss ihn nochmal töten. Scheint der Sheriff hier zu sein. Ist noch jemand? Angekommen. Sehr gut. So, der ist auch weg. Room Saloon. Weiter geht's. So, okay, das Pferd haben wir. Dann gucken wir mal, ob wir... Ist das ein Zivilist? Das ist ein Zivilist, ne? Scheiße, wie komme ich an dem vorbei? Also ich muss auf jeden Fall ihn hier erstmal wegmachen. Ich brauche das Pferd da oben. Wobei, da ist ein Pferd. Ah, hier sind noch Pferde. Okay, also da hätten wir gleich 2 Pferde auf einmal. Wie schalte ich denn ihn aus? Der ist ja fies. Weiter geht's. Ich könnte mal gucken. Schmeiß mal deine Schlange hier hin. Das war einfach. Ja. Okay, er erkennt mich nicht als Bedrohung, oder wie? Scherbel? Nee, ne? Okay. So, schnell, schnell, schnell. Den schmeißen wir auch hier hin. Angekommen.
Okay, ach, da ist das Pferd vom Doktor. Alles klar. Wie ist denn der Shortcut hierfür? So, der bleibt auf jeden Fall eine Weile stehen. Also da könnte ich ihn auf jeden Fall ausnehmen. Na? Machst du noch irgendwas? Nee, ne? So, wahrscheinlich, wenn ich jetzt loslaufe, rennt er auch los. Boah, nein, jetzt kommt der Typ. Oh, scheiße. Ich kann ihn doch entspannt hier hinlegen, oder? Ja. So, dann gucken wir mal, ob wir hier... Hey, was liegst du da? Oh, fuck. Nein, nicht! Wer bist du? Oh Gott, scheiße. Okay. Nein, nicht! Wer bist du? Okay. Alter, das ist ja immerhin. Weiter geht's. Hey. Was liegst du da? Okay. Geh mal weg jetzt. Nein, nicht. Macht sie irgendwas oder hat sie einfach nur Angst? Ich glaube, sie hat nur Angst, ne? So, dann gucken wir, ob wir das hinkriegen. Oh, ich hab doch geworfen. Okay, das wird also nichts. Gut, aber wir können ja schon mal das Pferd mitnehmen. Dann haben wir zumindest schon mal ein zweites Pferd hier vorne. Kann ich das hier anbinden? Weiter geht's. Nein, ich komme hier nicht durch, oder? Scheiße. Ah. Komm schon. Was ist denn, wenn ich hier oben abhaue? Ist doch scheißegal, oder? So, zack. Zweites Pferd gesattelt. Ich brauche wahrscheinlich ein drittes. Aber das kann ich von da hinten besorgen. Los, vorwärts. So, ich hoffe, ihr bleibt da stehen. Okay. So, ah, da gibt es ein Haus. Okay. Oh, ich würde ihn hier gerne hier hinten irgendwo töten. Und dann hole ich mir eine dritte Pferd. Wer bist du? Oh. Alter, das war aber auch wieder mehr als knapp. So, mal gucken, ob wir das Pferd einfach stehlen können schon. Komm schon! Nein! Ist doch nicht dein Ernst. Ey, du wirst doch wohl hier durchreiten. Komm schon! Gibt's doch nicht. Weiter geht's. Ach,
Naja, gut. Da haben wir schon mal den nördlichen Bereich freigemacht. So, Sam. Wo ist denn Sam? Gut. Kinderspiel. Ist hier nicht einer umhergelaufen? Das war einfach. Ja, und jetzt? Ja, dann hauen wir ihm mal ein Messer in den Kopf. Sam schnappt sich das Fass. Okay, das juckt die alle nicht. Naja, super. So. Scheiße, da kommt einer. Habe ich das Messer nicht genommen? Nicht in 100 Jahren. Okay. Ja, Messer sollten wir natürlich noch mitnehmen. So. Ah ja, kick mal, da ist auch noch einer. Angekommen. Ah, okay, er lässt sich also ablenken. Okay. Hey, Bruder, weiter geht's. Ah, ein Stück zu spät. Wo läuft denn der lang? Ach, der läuft hinter der Dings lang. Gott, Alter. Sehr schön. So, dann holen wir mal Samuel dazu. Angekommen. Kinderspiel. So, der muss weg und der muss weg. Weiter geht's. Oh. So. Rufst du? Nein, nicht. Oh ja, sie ruft jemanden. Aber? Ja, und jetzt? Okay, das juckt ihn nicht. Angekommen. Okay, passiert hier noch was? Nö, anscheinend nicht. Gut, dann... Wo komme ich denn da überhaupt rein? Ah, da, okay. Ach, du heilige Scheiße. Wieso sehen die ihn denn alle? Das ist doch scheiße. Kannst du ihn einfach erschießen? Nee. Ich meine, gut, ich kann John einfach schon mal woanders platzieren. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen. Okay, ist aber grün.
So, und du machst das TNT-Fass. Ach, jetzt hat sich auch wieder alles beruhigt. Okay. So, ich zünde das Ding jetzt einfach an. Und dann versuche ich mit den Bäden Dings zu befreien jetzt. Schau mal dort drüben nach. Okay, das war nicht clever. Scheiße. Okay, ich probiere es nochmal. Das war einfach. Schau mal dort drüben nach. So, jetzt rennen alle los. Wie ist denn dem sein Sichtkegel? Mann! Okay, scheiße, ich brauch dem sein Sichtkegel. Ich hätte vielleicht von oben ankommen sollen. Schau mal dort drüben nach. Hey, du da. Scheiße, Alter, warum sieht er mich denn? Das gibt's doch nicht. So, du verpfeifst mich ja nicht, oder? Ja, und jetzt? Weiter geht's. Oh Gott. Okay, gut. Dann probieren wir es anders. Starte jetzt mal von hier. So, Sam, anzünden. So, da hat sie knallt. Schleichen wir uns von hinten an, hauen ihm aufs Maul. John, zum Teufel. Das nenne ich Timing. Los, lass uns von hier verschwinden. Ich muss erst noch meinen Mantel und meine Ausrüstung aus dem Büro des Sheriffs dort drüben holen. Scheiße, was verdammt, aber beeil dich. Wir haben bereits die halbe Stadt am Hals. Where the fuck ist denn das Sheriffs Büro? Da. Weiter geht's. Wo sind denn seine Sachen? Was ist passiert? Hey! Du! Hey, was macht ihr denn da? Da bist du! Fuck, Alter, willst du mich verarschen? Weiter geht's. Ach Gott, ich hätte da nicht reinlaufen sollen. Noch jemand ohne? Das gibt's doch nicht. Wie geht's und jetzt? Oh, jetzt muss ich auch noch ernsthaft dem seine scheiß Ausrüstung besorgen. Was ist passiert? Was hast du? Da stimmt doch was nicht.
nicht euer Ernst. Shit, der lebt nicht mehr. Nee, der lebt nicht mehr. Ein verdammter Mist. Hilfe! Okay, wir probieren's. Wie geht's? Okay. Hä? Ein Unschuldiger wurde getötet. Nein, das gibt's doch nicht. So, komm. Was jetzt? So, und jetzt Abmarsch. Ja, und jetzt? Wie geht's weiter? Los, vorwärts! Alle Mann zu mir! Wer da? Kinderspiel. Wer bist du? Hey, oh, das gibt's doch nicht! Oh, es macht mich fertig! So, los, du besorgst jetzt deine Klamotten. I don't care. So, ihr besorgt euch jetzt die Pferde. Ja, ihr trefft mich nicht. Komm schon! Nein, nicht! Los, vorwärts! So, und Sam holt sich. Nein, wo sind denn die Pferde jetzt hier hin? Ja. Ja, jetzt? Nein, wo sind denn die Pferde? Nein, die ganzen Pferde sind weg! Alter, besorg dir das scheiß Pferd und los. Vorwärts, mein Freund. So, ich glaube, ich hab's jetzt. Vorwärts, mein Freund. Und alle drei sind raus, richtig? Ja, geschafft, sehr gut. Oh, herrlich. Oh Mann, was wollen wir eigentlich in diesem Schlammloch? Ich brauche noch einige nützliche Kleinigkeiten aus meiner Hütte, bevor wir uns auf die Jagd machen. Oh, verflucht. Was ist? Mein Schlüssel. Der liegt noch in meiner Kutsche. Hm, das fällt dir aber ein bisschen spät ein. Tch. Hör zu, du Klugscheißer. Ich mag deine Art von Humor nicht, klar? Also halt dich zurück, sonst verpasse ich dir eine Daueranästhesie. Ne was für eine Amnestie? Sam, lass es, okay? Und was schlägst du jetzt vor, Doc? Hm. Eigentlich keine große Sache. Breche ich zur Abwechslung eben mal bei mir selbst ein. So, das Tutorial von Doc. Doc. Wie heißt er denn, Doc? Steht nur Doc da. Also, Schlösser knacken. Der Mann kann sehr, sehr viele Sachen. Ist aber ein bisschen griesgrämig. Aber einbrechen kann er schon mal. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Viel wert. Ah, ja. So, gucken wir, was er an seinem Zauberkästchen hat. Rennen. Hast du deinen Krempel jetzt beisammen? Dieser Krempel wird dir vielleicht nochmal das Leben retten, Klugscheißer. Das bezweifle ich. So? Na dann schau mal genau her. Siehst du das Boot dort drüben an der anderen Uferseite? Ich bin ja nicht blind. Versenke es. Hä? Du sollst es versenken. Von hier aus? Unmöglich. Unmöglich? Vielleicht für deine Winchester, mein Freund. Aber nicht für meine Bandline und diese speziell von mir angefertigten Präzisionskugeln. Ja, nicht nur einbrechen, auch Scharfschütze ist er. So, müssen wir modifizieren. Gibt's eine kleine Zielfernrohr oben drauf. So, scharf stellen, schießen. Kaputt. Gar nicht übel, alter Mann. Und was hast du sonst noch für Überraschungen in deiner Wundertüte? Gas. Gas? Ja, ein hochwirksames Betäubungsgas. Leider hält die Wirkung nicht sehr lange vor. Warte,
Ich zeige es dir an dem Krokodil dort hinten. Betäubungsgas? Hotkey für Gasfehlen drücken. Ja, ja. Ne? Kennen wir. So, Betäubungsgas. Damit können wir also Leute außer Gefecht setzen. Und es versprüht ein aromatisches Aroma. Überzeugt? Ha, Dynamit ist wesentlich effektiver. Ja, aber mit Dynamit kommst du nicht so weit. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du deine Fläschchen weiter werfen kannst, als ich meine Dynamitstäbe. Wer spricht denn hier von Werfen, Söhnchen? Du gehst mir mit deinen dummen Anspielungen ganz schön auf die Nerven, alter Mann. Dann will ich dir mal erklären, was ich meine, damit du nicht dumm sterben musst. Sieh her, was ich hier noch in meiner Tasche habe. Was denn das? Sieht aus wie eine Schweinsblase. Gar nicht schlecht. Diese Schweinsblase, wie du sie nennst, besteht aus einer speziellen Tierhaut. Ich habe sie mit einem Gas gefüllt, das leichter als Luft ist. Du scheinst eine besondere Vorliebe für Gas zu haben. Und nun pass auf. Ich binde eine meiner Fiolen an die Blase und lasse sie fliegen. Sie wird mit dem Wind davongetragen und man kann sie so auch auf große Entfernung hinweg über jedem beliebigen Ziel vom Himmel pusten. Ich kann es dir ja mal mit dem Krokodil demonstrieren, das auf dem Felsen dort drüben mitten im Sumpf liegt. Ich bitte darum. Das glaube ich nämlich erst, wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe. Mit euch beiden werde ich noch viel Spaß haben. Ich kann mich daran erinnern, diese fliegenden Gasfiolen habe ich nie benutzt, weil, und ich glaube, jetzt werden wir es auch gleich live sehen. Also klar, aufsteigen lassen, Windrichtung, logisch. Nur das große Problem ist, du musst die Dinger wieder abschießen. Und je weiter weg das Ding fliegt, umso schwieriger wird's. Also gut, wir müssen uns erstmal sowieso ans X halten. Aber jetzt ist es schon schwarz bis dunkelschwarz. Wow, okay. Ach, jetzt trifft er ihn natürlich auch genau beim ersten Mal. Beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend. Jetzt würde mich aber doch mal interessieren, wie lange die Wirkung von diesem Gas nun tatsächlich vorhält. Ich würde das an deiner Stelle lieber nicht tun. Also normalerweise triffst du diese Schweinsblasen nicht beim ersten Mal. Es war jetzt tatsächlich mal reiner Zufall, dass das geklappt hat. So. Was soll der Mist? Ja, super. Also erstmal vom Krokodil beißen lassen. Ah, verflucht, das Mistvieh hat mich gebissen. Oh shit, tut das weh. Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass das Gas nur beim Menschen wirkt. Tiere reagieren eigentlich gar nicht drauf. So ein Pech. Das war mir glatt entfallen. Komm schon, Doc, hilf ihm. Na schön. Dann werde ich mir die Wunde mal ansehen und desinfizieren. Ach Gott, was er alles kann. Schießen, also Scharfschütze, Gasmann, Sanitäter, Schlosseknacker. Er kann alles. Danke. Könnte nicht sagen, dass es mir ein Vergnügen war. Okay, dann lasst uns aufbrechen. Wartet, eine Frage hätte ich da noch. Wozu schleppst du selbst bei dieser Hitze einen Mantel mit dir rum? Damit kann ich mich verdoppeln, Klugscheißer. Verdoppeln? Warte, ich zeig's dir. Genau, und er kann auch noch Leute ablenken, indem er eine Vogelscheuche von sich irgendwo hinstellt. Zack. Super. Einer von deiner Sorte hat mir eigentlich schon gereicht. Hör zu, Klugscheißer. Dieser Trick hat mir schon mehr als einmal das Leben gerettet. Na dann vorwärts, machen wir uns auf die Suche nach Kate. Irgendeine Ahnung, wo sie stecken könnte? Wahrscheinlich in Schwierigkeiten, wie immer. Dann holen wir mal die letzte im Bunde. Miss Kate. Frag mich bitte nicht, wie sie hieß. Kate auf jeden Fall. Kate. So, auf die Pferde, fertig. Vorwärts, mein Freund. Und los.